Hallo, mit dieser Heizungsanlage hier vorne hatte der Eigentümer dieses Hauses genau 0 Euro Heizkosten für das ganze Jahr. Die Anlage läuft jetzt nämlich genau seit einem Jahr. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie effizient arbeitet eigentlich diese Wärmepumpe. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie gut funktioniert eigentlich die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage. Das Einfamilienhaus wurde im Jahr 2021 gebaut und hat eine Größe von 130 Quadratmetern. Die Wärmeversorgung zur Beheizung und die Warmwasserbereitung für 3 Personen wird durch eine Viessmann Vitocal 200S mit 4 kW Leistung sichergestellt. Eine Photovoltaikanlage bestehend aus 16 Vitovolt 300 Modulen und einem Batteriespeicher mit 4 Kilowattstunden Speicherkapazität sorgen für einen hohen Autarkiegrad bei der Energieversorgung. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie viel Wärme die Heizung hier das Jahr über produziert hat und wie viel Energieeinsatz dafür notwendig war. Und für die Analyse dieser Zahlen ist Marco zuständig. Der konnte sich das ganze Jahr über vom Büro aus schon per V-Guide-App auf die Anlage aufschalten und hat die Zahlen jederzeit analysiert. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Schalten wir rüber zu Marco ins Büro. Als erstes interessiert euch jetzt bestimmt, wie viel Strom musste denn noch zugekauft werden? Ja, und der zugekaufte Strom beträgt noch 3180 Kilowattstunden. Also vom Energieversorger dazugekauft werden mussten jetzt noch 3180 Stunden. Die Batterie hat 1059 Kilowattstunden geliefert. Das bedeutet, hätte ich jetzt keine Batterie, hätte ich keinen Strom zwischengespeichert und abends wieder abgegeben, dann wäre der Netzbezug noch um ca. 1000 Kilowattstunden größer. Und die Netzeinspeisung, also den Strom, den ich dann noch dazu produziert habe, weder eingespeichert noch selbst verbraucht, sind nochmal 3658 Kilowattstunden. Somit komme ich mit dem ganzen Gebäude auf eine Autarkie von 50,5%. Von Oktober 2021 bis Oktober 2022 wurden 3000 Kilowattstunden Strom zugekauft. Das entspricht einem durchschnittlichen Stromverbrauch in einem Einfamilienhaus. Darin enthalten ist aber nicht nur der Haushaltsstrom, sondern auch die gesamte Wärmeversorgung des Hauses. Somit hat die Beheizung und die Warmwasserbereitung 0 Euro Kosten verursacht. Und wenn ihr auch für 0 Euro heizen wollt, dann wendet euch am besten an euren Fachhandwerker der Innung. Auf shk-info.de steht dafür eine Suche bereit. Kommen wir nun zu einer weiteren sehr relevanten Zahl, und zwar der Jahresarbeitszahl. Die haben wir hier ausgelesen und die liegt bei 4,3. Das bedeutet, wenn ich eine Kilowattstunde elektrische Leistung aufwende, bekomme ich hier 4,3 Kilowattstunde Wärme aus der Wärmepumpe geliefert. Ja, dann kann ich hier natürlich über die V-Guide-App noch andere interessante Sachen herauslesen, wie zum Beispiel Rücklauftemperaturen, Vorlauftemperaturen, durchschnittliche mittlere Laufzeit und kann hier auch aus der Ferne zum Beispiel Korrekturen an der Heizkurve vornehmen. Ich bin wirklich positiv überrascht, also über die komplette Anlage. Also ich würde es wieder tun. Da haben wir uns jetzt erstmal einen kompletten Überblick über diese Anlage verschafft und den Beweis gegeben, dass eine Photovoltaikanlage, ein Batteriespeicher und eine Wärmepumpe ein sehr gutes System sind. Zu unserem Video aus dem letzten Jahr haben wir ja teilweise sehr heftige Kommentare bekommen. Es ging zum Beispiel um die Größe der Photovoltaikanlage und diese sei doch zu klein. Warum hat man nicht gleich das ganze Dach vollgepackt? Ja, Marco, was wäre denn hier mal als Information zu geben? Ja gut, das Ganze ist natürlich irgendwann auch eine Kostenfrage. Das heißt, hier ist einfach eine PV-Anlage mit Batteriespeicher on top aufs Budget draufgekommen.
Das ist ein Punkt. Und klar, ein Modul mehr zu legen oder mehrere Module wäre natürlich günstiger, als die jetzt nachzulegen. Aber auch irgendwann sind ja auch Grenzen von Wechselrichtern da, wo ich dann neue Wechselrichter bräuchte. Also ich finde 50% Autarkie ist schon ein sehr guter Wert. Ist ein optimales System. Also man kann schon sagen, dass die Photovoltaikanlage so ziemlich das Einzige an einem Haus ist, womit man auch Geld verdienen kann. Demnach macht es schon Sinn, davon möglichst viel aufs Dach zu installieren. Aber die Budgetfrage beim Hausbau ist ja auch immer zu berücksichtigen, auf jeden Fall. Klar. Und in dieser Konstellation ist das System eigentlich schon sehr gut ausgelegt. Und dazu kann ich euch ein Fachbuch mal empfehlen, und zwar den Leitfaden für Wärmepumpensysteme. Da gibt es auch eine Seite, wo genau aus der Praxis bewährte Größen für Wärmepumpen und Batteriespeicher hinterlegt sind. Jetzt haben wir noch einen wichtigen Kommentar gehabt. Also viele haben auch gesagt, der Speicher, der Batteriespeicher mit den 4 Kilowattstunden wäre ja viel zu klein. Der muss mindestens doppelt so groß sein. Ja, also das sehe ich jetzt auch zum Beispiel nicht so, weil ich finde, gerade wo ich ja noch eine Wärmepumpe habe, die Strom verbraucht, nimmt die ja auch schon einen Teil der PV-Leistung weg. Das heißt, ich kann dann in Monaten, wo die Wärmepumpe läuft, ja gar nicht so viel speichern, weil ich ja schon eine höhere Grundlast habe. Genau. Außerdem für euch vielleicht interessant, wir haben mal den Unabhängigkeitsrechner bemüht, und zwar von der HTW Berlin. Den haben wir unten im Video auch mal verlinkt. Mhm. Für euch könnt ihr gerne reinklicken, und wir haben das mal simuliert. Würden wir jetzt den Speicher, die Größe verdoppeln, also von 4 Kilowattstunden auf 8 Kilowattstunden, was ja auch etwa doppelt so teuer wäre. Ja klar, doppelt so teuer. Unsere Autarkie würde um 10% steigen, und auch der Eigenverbrauch würde nur um 10% steigern. Also um das letzte 10% rauszukitzeln, müssten wir doppelt so viel in den Speicher investieren. Ja, gut, auch das sind Dinge, die muss man abwägen. Ja? Und 10% bedeutet ja in diesem speziellen Fall jetzt 300 Kilowattstunden. Naja, 300 Kilowattstunden, die Amortisation dann der Speicherkosten. Also ja, also die wären natürlich, wesentlich länger. Ja. Also eigentlich für mich dann unrentabel. Also den Speicher zu vergrößern, ja. Ja, in diesem Fall auf jeden Fall, so wie ich es auch sehe, eine spannende Anlage, und für 0 Euro heizen war definitiv möglich. Schreibt uns doch auch unter diesem Video eure Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ciao.